Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und unserer Überlebenden, die, ja, und von dieser Seite komme ich. Aber ich dachte, es gäbe hier noch irgendwo Beeren, die ich einsammeln könnte. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt oder so. Habe ich mich wohl getäuscht? Ich dachte, ich hätte das letzte Mal noch irgendwo Beeren gesehen. Gut, dann gehen wir wohl mal weiter. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Eine selten benutzte Straße. Stoßen Sie wieder zu Roth. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Das ist ja schon mal gut. Ein bisschen weiteres Bergungsgut. Und dann laufen wir hier weiter hinauf. Da sind aber Leute, oder warum schleicht sie schon wieder so? Hier drüben. Shit. Ach so. Vielleicht sollte ich nicht gerade Screenshots machen. In einem Augenblick, wo die mich angreifen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oder ich schaff's doch, aber knapp. Seil. Neue Ausrüstung erhalten. Okay. Schön. Ja, das ist schön. Cool. Cooler Scheiß. Aber... Boah, ich muss aufpassen hier, aber die... Ja, ist nicht so gut hier. Wo ist denn der andere? Nervig hier. Ja, aber bleib mal da, auch wenn ich beschossen werde. Sonst, ich muss die ja auch mal irgendwie zu Gesicht kriegen. Wo sind die denn? Ach, da oben. Ja, komm, 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 komm. Oh, nee, ich kann hier nicht stehen bleiben. Das funktioniert so nicht. Was mache ich denn da mal? Ja, das ist ja noch okay. Jetzt weiß ich wenigstens, dass der da ganz oben ist. Wo ist er denn? Oh Mann. Ich sehe die gar nicht. Oh, ich habe keine Lust mehr, ganz ehrlich. Nein, nein. Das war nicht so gut. Oder, wer weiß, vielleicht war es auch gut. Vielleicht war es auch zu irgendwas gut. Gehe ich hier mal weiter. Wo bist du? Wo seid ihr? Da bist du. Es muss einen Weg nach oben geben. Okay. Hier ist der Weg nach oben, den du gesucht hast. Da war aber in der Ecke noch was, auf jeden Fall. Das habe ich ja jetzt gesehen, weil ich ans Wasser gespült wurde. Also gehen wir hier auch mal hin und holen uns die Kiste. Genau, weil wir wollen ja hier nicht die ganzen Erfahrungspunkte und sowas übersehen. So, ab nach oben mit dir. Hier lang. Oh, ich hätte natürlich auch gleich hier oben langlaufen können. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich und beide viel schneller erledigen können. Aber egal. Auf Nahkampf bin ich ja sowieso noch nicht spezialisiert. Da versuche ich dann lieber nochmal mit dem Üben der Pfeile schießen.
kann ja nicht schaden. Ist da vorne auch noch was, oder? Hui, das war richtig schön doof. Aber ich dachte, da oben könnte vielleicht was sein. So eine Art Geheimnis. Naja. Hat nicht so geklappt. Muss aber auch nicht immer klappen. Es ist halt auch gut, wenn es mal nicht klappt, dann entdeckt man die Gegend mehr. Ist jetzt keine Ausrede oder so, sondern... Ich meine jetzt nicht die schlechten Schüsse. Die finde ich selber blöd, ist klar. Ich meine jetzt wirklich, dass man viel entdecken kann, wenn man einfach auch mal einen anderen Weg nimmt, runterfällt, die Dinge aus einer anderen Perspektive hier in den Spiel sieht, weil man ganz schnell was übersehen kann, wenn man nur linear halt läuft. Also wenn man halt wirklich nur den Weg läuft, den man laufen soll, dann übersieht man halt, wie gesagt, vieles auch. Den hatte ich noch gar nicht. Okay, dann mache ich das auch nochmal eben. Gut. Das ist gut. Gut, gut, gut. Ja, weil ich möchte ja auch so viel wie geht nicht entwickeln. Und dazu brauchen wir halt auch das ganze Zeug von den Leichen. Deswegen sammle ich das natürlich auch ein. Hier wieder die nächsten oder ist es hier ruhig? Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Seilbrücken. Benutzen Sie Seilpfeile in der Nähe von... So, dann kann man da nämlich rüber, aber hier war ich auch noch nicht oben. Ist hier noch irgendwas oder... Oder was ist das hier oben? Keine Ahnung. Dann klettern wir mal hier rüber. Das ist ganz cool, dass Lara das jetzt kann. Also das ist euch vielleicht auch schon vorher aufgefallen, dass es diese Seildinge überall immer gibt an diesen Stämmen. Und ja. Das konnten wir vorher gar nicht benutzen. Jetzt können wir das mit dem Seil. Und das ist auch gut so. Da sind wieder ein paar Beeren. Da kriegen wir wieder Erfahrungspunkt. Das ist sehr schön. Boom, bakka, boom, bakka, boom, boom, bam, boom. Alles so dschungelmäßig hier langsam. Vielleicht sollten wir beim nächsten Lagerplatz das Dschungel-Outfit anziehen. Können wir ja überlegen. Ich finde ihr Bergsteiger-Outfit aber eigentlich ganz cool. Oh! Oh, jetzt kleine Rutschpartie. Oh! Ach, ich dachte schon, das wäre ein Feind. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday! Hier Kofi Lucessa von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Irgendwie komisch. Gewissensbisse, reichen Sie das Rauchsignal. Ich finde es komisch, dass Ross nicht will, dass wir dem Piloten helfen, oder? Ich meine... Das ist doch ein glücklicher Zufall, dass da jetzt wieder einer ist. Ich würde den natürlich auch retten wollen. Und er kann ja nach den anderen suchen. Dann treffen sie sich irgendwo wieder. Naja. Ja, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Das ist super. Was machen wir mal? Überleben, Jäger, Kämpfer. Och, Kämpfer ist voll wichtig halt im Moment. Schmutzige Tricks. Werfen sie ihren Feinden Stein und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen. Das mache ich mal. Kann bestimmt nicht schaden, weil es wenigstens nahkampfmäßig ein bisschen hilft. Okay.
Neuen Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Y in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Super. Finde ich super. Sehr gut. So. Dann haben wir das ja auch geschafft. Können wir ausrüstungsmäßig was machen oder nicht? Ich glaube nicht. Oder doch, hier können wir auf jeden Fall was machen. Erweitertes Magazin. Das ist doch schon mal was. Jetzt sieht die auch besser aus. Unsere Handfeuerwaffe. Gut. Wieder ein bisschen weiter. Und was hatte ich gesagt? Dass wir irgendwie mal uns umziehen könnten. Ja, dann machen wir das doch mal. Standard-Outfit, Jäger-Outfit, Piloten-Outfit. Wir suchen den Piloten. Wir suchen den Piloten, also ziehen wir das Piloten-Outfit an. Das passt doch gut. Ja. Macht Spaß. Neues Lager und unsere neue Lara hat auch etwas anderes wieder an. Das ist doch schön. So, los geht's. Gehen wir zum Rauchsignal. Suchen wir unseren Friend. Naja, eigentlich ist es ja gar kein Freund. Okay, da unten kann ich das ran. Dingsen. Und dann kann ich mich abseilen. Hütte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Hilf mir mal einer! Habt ihr's gehört? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich war versteckt hier. Hallo? Shit. Ey, was? Was? Ey, ganz ehrlich, ich war versteckt. Ich war doch dahinter. Ich bin gerade erst angekommen. Und schon haben die mich entdeckt. Geht ja gar nicht. Hallo? Also, oft ist es ja meine eigene Blödheit, aber in diesem Fall, was geht ab? Geht's noch? Vielleicht sind die auch einfach... Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Schnell weg hier. Shit, das haben die mich doch wieder bemerkt. Ja, komm. Der nächste bitte. Passt. Selbst schuld. Ist da jemand? Ross? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Aha, interessant. Da sind andere Überlebende jetzt zu hören von unserer Gruppe. Weiß gerade nicht, wie sie heißt. Von zwei Teilen gefunden. Bogen. Super. Das ist gut. Und wieder etwas gefunden. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Na komm. Noch mehr zu entdecken? Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Gibt's noch mehr jetzt hier irgendwie? Eins von drei Kanpo-Kräuter gefunden? Ja, gut. Ich glaube, wir haben es genug angeschaut. Sie hat es ja schon mehr begutachtet. Ja, das ist ja schön. Ich mag gerne Sachen finden. Ich habe aber immer das Gefühl, ich übersehe doch noch mal was. Dabei gucke ich mich immer schon so um. Aber auch zum Beispiel das hier, das kann man halt später erst freikriegen. Im Moment kriegt sie das ja gar nicht durch. Und ja.
Gut, dann gehen wir weiter. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Es ist und bleibt ja auch spannend hier. Waren das jetzt... Es waren drei Typen, ne? Waren das drei oder vier Typen, die ich erledigt hatte? Bin da gerade... Habe ich den hier schon gehabt? So ruckelt das eigentlich schon wieder so. Keine Ahnung, warum. Dann laufen wir weiter hier. Ach, und wir brauchen schon wieder Feuer. Kannst du das nicht einfach jetzt selber machen? Jawohl. Wir haben die Statue erleuchtet. Die Erleuchtete. Kann ich da jetzt nicht einfach abseilen? Oder muss ich da was machen? Nee. Du sollst, glaube ich, da... Und wenn wir da einfach Anlauf nehmen und ranspringen? Jawohl. Überlebensinstinkte. Hörst du mal auf zu ruckeln, du Spiel? So. Was möchtest du mir denn sagen, Spiel? Dass ich das hier anmachen soll? Okay. Hab sie angezündet. Ich will hier aber noch nicht runter. Ich will hier noch gucken, was wir noch so haben. Was ist hier? Geocache? Cool. Ja. Da ist irgendwas noch auf der anderen Seite oder kommen wir da her? Nee. Nee, das ist eine andere Statuenseite. Die kann ich nämlich auch anzünden hier, diese Dings. Das war die dritte. Jawohl, hier gibt es nämlich eine Menge zu tun, wie es auch aussieht. Und das will ich ja nicht verpassen. Ah, und da oben auch noch was sogar. Jawohl. Ja. Okay. Ja. Das habe ich jetzt angezündet, aber... Warum fällt es jetzt nicht runter? Ich muss das irgendwie... Ich glaube, das kann ich auch noch nicht machen. Oder kriege ich die irgendwie anders... Anders da runter, diesen Sack. Keine Ahnung. Da ist auch eine Mauer, habe ich gesehen, am Leuchten. Da kann man dran klettern. Will ich jetzt aber gar nicht. Ja, Moment mal. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit über das... Ach nee, über das Seil sind wir gekommen. Nee, nee, das funktioniert so nicht. Dann gehe ich mal hauptpfadmäßig weiter. Da ist das Signal. Richtig. Und da sollen wir runter, aber ja. Hier könnte man sich auch runterlassen. Da ist doch eine Mauer. Einsatz hier Wegweiser. Ja, ja, ich weiß schon. Ich guck nur, was ich machen kann. Und ob ich hier lang will. Weil dann komme ich so weit weg vom Pfad. Anstatt mich da vorne zum Beispiel auch einfach runterzulassen. Aber okay, dann lassen wir uns mal hier runter. Jawohl. Ein paar neue Pfeile, ist nicht schlecht. Kiste. Was haben wir hier? Ein bisschen Muni haben wir auch noch. Sehr schön. Und irgendwie ist hier das abgestürzte Flugzeug oder so. Na komm schon, mach. Mach sie auf. Ganz viel Bergungsgut. Ja, wir können uns halt erst... Das ist ein Schwein. Du Schwein, bleib hier. Schwein. Ich werde dich jagen. Was steht hier? Father Matthias will set us free, fear the Dreams? Oder Demos? Habt Angst vor den Demospielen.
Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ja, ich schaue mir das gerade halt wirklich an und was hier steht, kann ich auch nicht. Weiß ich nicht, was da steht. Aber interessant, okay. Wieder was gefunden. Sehr schön, sehr schön. Immer weiter so. Wo ist das Schwein? Da ist das Schwein. Schwein. Jetzt ist das Schwein weg. Kommt das Schwein wieder? Da ist das Schwein. Das arme Schwein. Also es tut mir eigentlich voll leid, ne? Aber wir sind halt in einem Spiel. Ich hab den voll im Po. Jetzt will ich es auch wirklich getötet haben und nicht nur so verletzt haben. Das finde ich scheiße. Oh, jetzt aber. Okay, und einen Hasen haben wir auch gleich noch. Och Mann. So. Schweinefleisch. Schweinefleisch gibt's heute auf dem Tisch. Ich persönlich esse gar kein Fleisch mehr, aber Lara hat bestimmt Hunger auf dieser Insel alleine und wäre ich eine Überlebende, dann würde ich es auch tun. Ich meine, man kann auch tatsächlich überleben ohne Fleisch, so ist nicht, ne? Auch wenn man allein auf der Insel ist. Aber man muss dann natürlich wissen, was man für Baumrinde, Früchte etc., was man halt alles überhaupt essen kann. Man muss schon wissen, was man tut. Dann geht das natürlich auch. Aber das weiß man halt nicht immer. Wer weiß das schon? Also ich kenne mich auch nicht so gut aus. Unser Gewehr können wir auch pimpen. Wir können hier alles Mögliche pimpen, aber halt erst, wenn wir beim nächsten Lagerplatz sind. Da können wir auch noch hoch. Wir können hier überall Sachen tun. Ah, genau. Hier sind wir jetzt auf der Seite, wo ich das von da hinten oben gesehen hatte. Hier wieder eine Statue. Die machen wir auch an. Nee, du sollst nicht vor der Statue ausweichen. Ist nicht nötig. Nicht nötig. Und, ja. Dann noch diese Geschichte hier. Ja. Gut. Da überall auch wieder diese Feuergeschichten. Wir können später so eine Art Feuerpfeil, glaube ich, machen. Meine ich mich zu erinnern. Und dann können wir die ganzen Dinger da auch mal runterholen. Bis dahin würde ich sagen, haben wir uns jetzt hier ein bisschen umgeschaut. Jetzt kann ich hier wieder hochklettern, wenn ich will. Auch hier wieder ganz viel zu entdecken. Ja, es ist unglaublich viel zu holen. Und natürlich tue ich das auch. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part mit Lara Croft, Tomb Raider. Und freue mich, dass ihr zuschaut. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.